Willkommen zum Short Review Review. Wer von euch hat sich mein Review Transformers G-Bon More Than Meets the Eye, Link in der Infobox, genau angeschaut? Ich meine jene Bilder, wo ich den Comic-Werbekatalog von 1985 zeige. Neben ihm, unter anderem um mich aufzuhalten für die Fotos, liegen zwei rote Transformers-Gummifiguren. Diese gut 5 cm großen Figuren werden Decoy genannt, zu Deutsch Tauschkörper, Köder oder Lockvogel. Jede zeigt einen Transformer in Roboterform, teils angelehnt an den Cartoon und der Spielzeugfigur. Ich besitze leider nur 4 von ihnen, alle interessanterweise nur Autobots: Hound, Perceptor, Wheeljack und Bumblebee. Geschaffen wurden die Decoys von Takara Tomy und erschienen zuerst in Japan um 1986. Es gab 3 Figurensets, 2 mit je 22 Figuren, die Cybertron Hero Collection und die Destron Hero Collection. Angemerkt sei, in Japan werden die Autobots Cybertron und die Decepticons Destron genannt. Mit dem dritten Set folgten weitere 9 Cybertrons, also Autobots. Somit gab es 53 Decoys. Gedacht waren die Decoys als eine Art Battle Game. Jede Figur hat eine Zahl auf seiner Rückseite und mit dieser sollte der Spieler gegen eine Figur des Gegners antreten. Diese Zahl war eine Kombination der jeweiligen Tech-Specs aus Stärke, Geschwindigkeit und Feuerkraft. Wer die höhere Zahl hatte, gewann. In diesem Zusammenhang begleiteten die Figuren Spielkarten und sogar ein Brettspiel. Zugegeben, das System war von Beginn an nicht wirklich ausgereift, weshalb es schnell wieder verschwand. Aus diesem System entstanden übrigens die Battle Beasts, wobei da das Schere-Stein-Papier-Kampfsystem mit Feuer, Holz und Wasser besser funktionierte. Gleichzeitig gefielen aber die Decoys Hasbro und dieser entschied sich, die Figuren als Beipack zu benutzen. Visuell gab es lediglich eine Änderung. Anstatt der Tech-Specs-Zahl trugen sie nun ihre individuelle Charakterzahl, da sie zum Zweck des Sammelns durchnummeriert wurden. Diese, auch West-Decoys genannt, waren 52 an der Zahl, 31 Autobots und 21 Decepticons. Der 53. Decoy, der Decepticon Laserbeak, wurde leider weggelassen. In Amerika wurden sie auf den Blistern folgender Serien beigefügt: den 6 Throttlebots sowie den je 4 Combinern der Aerialbots, Stunticons, Protectobots, Combaticons und Technobots. Ihren Anführern lagen in deren Boxen keine bei. Gut zu sehen bei meiner Figur, dem Throttlebot Freeway. Ihm liegt Bumblebee bei, sowie ein kleiner Werbezettel mit einem Comic. Hier die Vorderseite. Starte deine eigene Decoy-Sammlung. Jeder Transformer hat seinen eigenen Decoy, nur für begrenzte Zeit erhältlich. Begrenzt eben, weil es eine zusätzliche Figurenauflage war, um den Verkauf zu pushen. Ansonsten gab es die Blister natürlich auch ohne Decoy. Dazu eine Liste aller Decoys, dazu komme ich später. Das Titelmotiv zeigt Galvatron und den Titel Die Autobot Decoys in Die Decepticon Täuschung. Dann der Comic selbst. Im Autobot Command Center findet ein geheimes Strategietreffen statt. Die Decepticons haben die Matrix der Führerschaft gestohlen. Sie befindet sich schwer bewacht, dort, mitten im Decepticon Hauptquartier. Hier ist unser Plan, sie zurückzuerobern, sagt Ultra Magnus zu Hot Rod, Cup und Blur und einem unwichtigen Transformer. Er ist nur hier zu sehen. Magnus führt weiter aus. Der leitende medizinische Offizier First Aid hat eine Armee von Decoys geschaffen. Die Decoys sollen das Feuer der Decepticons auf sich ziehen. First Aid? Okay, Magnus scheint Dreck auf der Linse zu haben, denn schließlich ist es Ratchet, hält einen Ultra Magnus Decoy in der Hand und ergänzt: Jeder Decoy wurde nach dem Abbild eines Autobots geschaffen. Ultra Magnus lässt eine Armee von Autobot-Decoys über das Decepticon-Hauptquartier aussetzen. Galvatron ruft zugleich zu Cyclonus und Scourge: Die Autobots greifen an! Besetzt die Kampfstationen! Währenddessen im Innern des Decepticon-Hauptquartiers. Magnus, Hot Rod, Blur und Cup kämpfen sich gegen Sharktacons bis zur Matrix vor. Schnell, Blur! Befreie die Matrix! Befiehlt Hot Rod. Einige Momente später. Galvatron ist zornig über den Verlust der Matrix und hebt drohend die Faust. Decepticons, wir wurden getäuscht. Doch auch wir können dieses Spiel spielen. Wir werden unsere eigene Armee der Decepticon-Decoys erschaffen. Soweit der Comic, der eine Grundidee zum Spielen bietet und einen Vorwand zum Sammeln. Wer sich ein wenig mit Transformers und den Serien Throttlebots, Aerialbots, Stunticons, Protectobots, Combaticons und Technobots auskennt, wird etwas suspekt, denn insgesamt sind es nur 26 Figuren. Es gibt aber doppelt so viele, 52 Decoys. Wie geht hier das Sammeln? Das war halt das Kaufkonzept, denn kein Decoy war einer Figur fest zugeordnet. Es war Zufall, welcher Decoy welcher Figur beilag. Diese Decoy-Auflage war nur dem amerikanischen Raum vorbehalten. In Europa sah es anders aus, denn hier griff nur Italien, die mit der Firma GIG ihren eigenen Transformers-Vertrieb hatten, das Decoy-System auf und nannten es Exogeni Transformers. Sie fügten den 6 Combiner-Sets der Aerialbots, Stunticons, Protectobots, Combaticons, Constructicons und Technobots eine Dose mit zufällig ausgewählten 5 Decoys bei, erkennbar am entsprechenden Boxenaufdruck. Hab sogar diesen lustigen Werbetrailer dazu gefunden. Vorrei un grande set transformer!
Transformer. Stupendi, stupendi. Te li presento tutti. Urrà! Arrivano! Yuhuu! Forza Transformer! E oggi, con i grandi set, arriva una serie speciale numerata di exogeni pitturabili. Sì, in regalo 5 exogeni Transformers. Introvabili, esclusivi, extra esclusivi da G. Dies ist der italienische Flyer dazu. Die Boxsets und alle Decoys sind zu sehen. Augenmerk lag logischerweise darauf, die Sets zu verkaufen. Interessant ist die Idee, die Decoys anzumalen. Ob nun die Farbe aber auf dem Gummi wirklich hält, sei offen gelassen. Doch wie war es in Deutschland? Eigentlich guckten wir mal wieder in die Röhre. Denn weder die Blister mit den Decoys noch die Gig Combiner Sets erschienen hier. Natürlich sind auf anderem Weg welche zu uns gekommen, wenn sich jemand auf Urlaub in Italien oder der USA die entsprechenden Figuren mitbrachte. Wobei US-Transformers-Figuren auch in speziellen Geschäften in Süddeutschland zu finden waren. Diese gehörten zu den amerikanischen Militärbasen, wo sich die dort stationierten Soldaten mit Heimatprodukten eindecken konnten. Diesmal außer Acht gelassen gab es keine Decoys in unseren deutschen Spielzeugläden. Und doch sind welche bei uns erschienen. Denn es lagen Decoys als Werbegimmick zusätzlich dem Yps-Heft bei. Leider kann ich mich nicht erinnern, ob es dazu eine entsprechende Werbeseite oder Flyer gab. Lediglich erinnere ich mich, dass ich einen Decoy aus einem Yps-Heft um 1986-87 erhielt. Wer hierüber Informationen verfügt, kann sich gerne bei mir melden. Und ich upgrade das Video wie auch beim Review Transformers G1 More Than Meets the Eye. Aber welche Decoy-Transformers-Figuren gab es eigentlich? Dies sind die 31 roten Autobots. Blaster, Bluestreak, Brawn, Bumblebee, Cliffjumper, Grimlock, Grapple, Hoist, Hound, Huffer, Ironhide, Inferno, Jazz, Mirage, Optimus Prime, Prowl, Perceptor, Ratchet, Red Alert, Sideswipe, Skids, Smokescreen, Sunstreaker, Slag, Sludge, Snarl, Swoop, Trailbreaker, Trax, Wheeljack und Windcharger. Nun die 21 liederfarbenen Decepticons. Astrotrain, Blitzwing, Bombshell, Bonecrusher, Devastator, Frenzy, Hook, Kickback, Longhaul, Megatron, Mixmaster, Ravage, Reflector, Scavenger, Scrapper, Shockwave, Shrapnel, Skywarp, Soundwave, Starscream und Thundercracker. Und Laserbeak blieb Japan exklusiv. Gerade in Japan wurden die Figuren mehrmals produziert, darunter in anderen Farben wie grün, rosa, gelb und blau. Bootlegs mal ausgeschlossen, die gab es ebenso. Spannend aber, dass hauptsächlich einige Decepticon-Decoys ebenso in Rot bei den Decoys in Amerika und Europa zu finden waren. Kann an einem Fehler, einer Verwechslung der Farbe bei der Produktion gelegen haben. So um 1990 herum gab es eine Wiederauflage der Decoys in Japan, bei der 8 neue Figuren enthalten waren. Bruticus, Defensor, Galvatron, Menasor, Metroplex, Rodimus Prime, Superion und Ultra Magnus. Diesmal gab es sie in den Farben Rot, Blau und Gelb. Lustig finde ich, wenn dies in Bezug auf den Comic, der den US-Figuren beilag, gesehen wird. Denn Ultra Magnus und Galvatron bekämpften sich dort mit den Decoys und Ratchet hielt einen Ultra Magnus Decoy in den Händen. Doch diese Charaktere gab es bisher nicht unter den 52 Decoys. Schauen wir uns nun aber meine 4 Decoys genauer an. Bumblebee ist noch verpackt mit dem Turtlebot Freeway. Hinter ihm sieht man das Comic. Das Gesicht ähnelt dem aus dem Cartoon, aber wie bei der Spielfigur sieht man die Räder an den Schultern und den Händen. Das VW-Käfer-Design ist durch die markanten Füße zu erkennen. Hound sieht echt klasse aus, wunderbar detailliert, kommt mit der Schulterkanone und einer Pistole. Der Jeep-Kühlergrill ist toll präsent. Gleiches gilt für den Wheeljack. Rückenflügel, Schulterkanone und Pistole sind fein herausgearbeitet. Perceptor, der sich in ein Mikroskop verwandelt, wirkt gegenüber den anderen Figuren sehr mächtig und ist etwas größer. Schöner ausgearbeitet sind die kleinen Rädchen, mit denen man das Mikroskop sozusagen verstellen würde. Alle Decoys sind für ihre Zeit hervorragend detailliert und mit Liebe gestaltet. Schöne Sammlerstücke. Es gibt auch einige interessante Änderungen, wie bei Megatron, der nicht seine Armkanone trägt. Aber dies ist Thema für ein anderes Mal. Die Idee der Decoys wurde zwar nicht direkt wieder aufgegriffen, wohl aber der Gedanke, die beliebten Charaktere als kleine Sammelfigur wieder zu veröffentlichen. Wie bei diesen Heroes of Cybertron. Doch diese sind Thema für ein anderes Video. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!